Hallo, ich bin der Jaco und ich werde heute für euch was lecker kochen, aber dafür müssen die erstmal einkaufen gehen, ja? Okay, bis gleich. So Leute, ich habe mich entschieden, heute werde ich für euch kochen Hühnerbrustfilet in Champignon-Sahne-Soße mit Nudeln und dazu ein paar Brötchen, ja, weil in Frankreich Brot muss sein. So, dafür habe ich gekocht. Viel Kalorien. Hier, Schlagsahne. Braucht der Körper. Hühnerfleisch. Wir sind 9 Leute nachher. Muss mal genug haben. Nudeln, sehr wichtig. Champignon. Bisschen Öl zum Braten. Brötchen. Salat. Ah ne, ist kein Salat. Sind Blümchen. Aber die kriegt Madame. Und hier Papier, ja, Klopapier. Nee, Backpapier. Backpapier. So, das war's. So, jetzt fahren wir in Angelverein und wird gekocht. So, erstmal zum Warmwerden. Wir kochen ein kleines Käffchen und dann wird gekocht. So, das ist Monsieur Lucien Martin, unser Präsident und mein Assistent heute zum Kochen. Der hat schon unsere lecker Fischfutter vorbereitet, dass die Fisch danach besser schmecken. Jawohl, so, jetzt geht's los. Das ist die Spezialität von der Club de Pêche. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Futter. Ja, also die Fische, die warten schon, ich muss ihnen geben. So, heute wird nicht mit Fisch. Ja, dann kann man keinen Fisch kochen. Aber ich werde was anderes kochen, die werden sowieso nicht merken, dass kein Fisch ist. So, ich habe vergessen Zwiebeln zu kaufen, aber ein Glück, wir haben hier einen kleinen Garten und da hole ich die Zwiebeln jetzt raus. So, das reicht, 4 Stück reicht. So, bevor ich mich dreckig mache, muss ich meine schöne Schürze anziehen. Guck mal, was draufsteht. Sonst krieg ich Stress mit Madame, wenn ich nach Hause komme und alles dreckig. Ja. Jetzt bin ich bereit. Heute wird gekocht Hühnerbrustfilet in Champignonsahne-Soße mit Nudeln und knackige Brötchen. So, Attacke! So, jetzt mal ein bisschen Öl. Wie geht das auf? Ja, frech, kaputt. So, kaputt, für kaputt. So, ein bisschen Öl in Top. Jetzt kann man anmachen. Tack. Öl muss ein bisschen warm werden. Und wir werden jetzt die Zwiebel klein schneiden. Wir werden jetzt mal die Zwiebel schälen. Schön aufpassen, weil ich kann mir schon einmal ganze Finger hier geschnitten und das hat richtig weh getan und geblutet wie Sau. So, jetzt werden die Zwiebeln in Würfel geschnitten. So. So, jetzt kann man schon die Zwiebeln zum Braten in Topf. So, wir müssen jetzt schon das Wasser für die Nudeln langsam warm machen. Weil wir eine Menge Leute sind, wir machen heute 1,5 Kilo Nudeln, ja, weil die fressen hier ist nicht normal. Nicht normal. Wer kocht denn? Jack kocht? Schon wieder. Oh, schon wieder. Nein. Nudeln, Salat, nee, Blumen, ach, sind ja Blumen. Oh Gott, was gibt's denn heute wieder? Also ich frage mich jetzt, sind die Blumen fürs Essen? Könnte ich mir vorstellen. Für die Deko. Oh, guck dir mal die Wolle da unten an. Ist doch garantiert schon abgelaufen. Der steht doch hier, vor 3 Wochen. Heute kocht ja Jack bei uns und letztes Mal gab's irgendwie Rinderfilet, aber das hat überhaupt nicht geschmeckt. Ich wünsche mir, dass es heute besser schmeckt. Viel besser. Hallo, wir müssen jetzt Fleisch klein schneiden.
So, und kleine Würfel. Weil die Leute, die sind voll. Wenn die große Stück da hinlegen, dann die können nicht kauen und alles. Das sind alte Leute, die haben keine Zähne mehr im Mund. Und dann muss man das ganze Fleisch mit in die Zwiebeln. Oh, die werden langsam braun, schön. Lecker Schmecker. Hallo Doc. Bonjour Monika. Was kochst du denn? Na, Hühnerfleisch mit Champignons, Sahnesoße und Nudeln. Na prima, und was esse ich dann? Ich bin allergisch gegen Hühn. Nein, kann nicht sein. Doch, ist so. Hab ich nicht gewusst. Ja. Ah, denn egal, du musst Champignons essen. Na okay, vielleicht esse ich ja trotzdem. Wenn ich krank bin, ist deine Schuld. Alles klar, ich bring dir ein Krankenhaus nachher. Ja, guck mal, Klaus. Jetzt müssen wir den Koch mal über die Schulter gucken, was der alles hier zaubert. Was sagst du dazu? Oh, sieht sehr gut aus. Ja? Jawohl. Ob es auch schmeckt oder nachher. Dann wollen wir mal sehen. Genau. Ja, aber heute habe ich wenig zu tun, weil ich koche nur für 9 Leute. Also koche ich hier, die sind immer 30 oder 40, dann ist es ganz schön anstrengend heute. Ist wie La Paloma, wie in Urlaub. Und der Präsident, der freut sich immer, wenn er schön was zum Essen kriegt, ja? So Leute, jetzt werden die Champignons bearbeitet in kleine Scheibe und dann gucken wir weiter. Hast du ja noch nicht fertig geschnippelt. Nee, aber gleich. Musst du dir einen Helfer noch. Guck mal, ich bin voll am Schwitzen. Ja, muss ihm helfen, weil er sonst die Sache nicht schafft hier. An Sabrina, du bist so nett zu mir. So langweilig, der Kerl. Naja. Du, ich bin nicht mehr der Jüngste. Danke, Sabrina, für deine Hilfe. Oh, bitte, gerne. So. Und das sollen wir essen? Nein, du kriegst Fisch heute Mittag. Das ist Fischfutter. Jetzt kommt die Sahne rein. Ja, die machen alle Diät, deswegen ganz wenig Sahne rein. Ist gut für die Linie. So, das Blubbert, jetzt können wir die Nudeln zum Kochen bringen. Zwei Packungen, nee, noch eins. Die fressen doch wie die Schweine hier. Oh Mann, wie sieht denn das aus? Das Fischbutter. Ja, so sieht's auch aus. Jo. Lecker, lecker. So, was machen die Nudeln? Die muss man öfter umrühren, sonst kleben die zusammen. Ja, ich pack jetzt die Brötchen aus, weil er die beinahe vergessen hätte. Nein, ich kann mich nicht bücken, ich habe doch was mit Rücken. Aber ich nehme von dir, dass du das machst, ja nicht. Ein Glück ist Sabrina da, sonst hätte ich die Brötchen wieder vergessen und alles. Aber gleich kann man essen, Viertelstunde, denke ich. Upsala! Man kann den Deckel jetzt abmachen. Sonst blubbert alles raus. Ich habe Salz vergessen. So, jetzt blubbert die Sahne, ist schön. Und jetzt können wir dann die Champignons reintun, dass die ein bisschen ziehen. Oh, das wird schmecken. Wenn die mir sagen, das schmeckt nicht, dann koche ich nie wieder für die Leute hier, nie wieder. Na Sabrina, die Brötchen, die sind schon fertig, ja? Na klar. Schön, ah, die sehen geil aus, schön braun. Oh, knackig, knackig. Mann, das riecht aber gut. Oh, frische Brötchen zum Mittagessen. Mm. So, jetzt sind wir fertig. Wir können schon die Nudeln rausbringen. Leute, Essen ist fertig. Oh, oh mein Gott. Ja.
Ja. Mir ist jetzt schon schlecht. Nudeln schon da, Salat, die Soße kommt gleich. Und los, 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 wird kalt hier. Essen. So Leute, ihr könnt loslegen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich hoffe, war nicht nett zu essen mit euch. Wir wollen mal sehen, ob wir überleben. Ja, erstmal Test. Sabrina hat lecker Brötchen gebacken. Wer möchte? Sabrina. Danke sehr. Sabrina, ja. Mhm. Also, auf jeden Fall sieht schon erstmal gut aus. So. Ich sage nur ein Wort: Entzücken. Geht so. Was? Kann man essen. Oh. Ich hoffe, es bleibt drin. Ich glaube nicht, dass ich das Huhn überlebe. So Leute, wie hat euch geschmeckt? Sehr gut. Naja. Naja. Möchte noch jemand Nachtisch haben? Oh ja, da können wir dann nochmal Nudeln mit Zucker und Zimt nehmen. Richtig. Jo. So, endlich ist das Essen vorbei. Jetzt werden wir mal sehen, wie viel Punkte ich bekomme heute. Gut. So, als Deko-Bewertung würde ich so sagen, weil sieht gut aus. Die Salat sieht gut aus und riecht sehr gut. So, und ich hoffe, die Leute, die haben jetzt auch, oder die geben bald ihre Bewertung ab. Und ich schätze mal, ja, ich habe erreicht das maximal. Mal gucken. Also ich habe ihnen eine 5 gegeben. Das Essen ging so. Die Deko fand ich nicht so gut, weil die Blumen noch nicht verpackt waren. Dass ich ein Nudelfritz bin, ich esse so gern Nudeln und die waren heute spitze. Auf der Filetspitze war, auf der Käse war und die schöne Creme da, diese frisch. Sahne. Ja. Das war wunderbar, das war spitz und ich möchte gern eine Arte geben. Und ich hoffe, dass nächste Woche wiedergeholt wird. Also, ich gebe unserem Koch heute ein Smiley, ein Lächeln. Normalerweise, wenn das hundertprozentig wäre, müsste der Mund bis an die Ohren gehen. Aber ein kleines i-Tüpfelchen hat gefehlt. Aber ich glaube, mit einem Smiley kann er gut leben. Also, erstmal zur Tischdeko, unausgepackte Blumen. Kein bisschen irgendwie Fantasie, geht überhaupt nicht. Wahrscheinlich will er die Blumen zurückbringen in den Laden. Das Essen, Nudeln total weich, Fleisch zäh. Und insgesamt kann ich nur sagen, Berg. Also das Essen, naja, die Nudeln waren ja ganz lecker, aber das Hühnchen, wo ich doch so allergisch dagegen bin. Also von mir gibt es eine -1. Wenn ich könnte, würde ich noch ein paar Nullen hinten ranhängen. Und ansonsten muss ich jetzt zur Rettungsstation. Tschüss! Das Essen war ja zum Heulen. Das war ja, naja, Nudeln. Ich habe jetzt gerade erfahren, meine Bewertung von 70 Punkten haben die mir 12 Punkte gegeben. Das finde ich eine Frechheit. Diese Leute werde ich wieder nächste Woche einladen zum Essen. Werde ich für die kochen. Und da nehme ich aber als Champignon giftige Pilz. Und dann können die alle in Krankenhaus landen. Auf Wiedersehen. Okay.